Da ist es also. Knickt der Markt jetzt tatsächlich ein? Ist es das Ende des Bullenmarktes? Zumindest der Nasdaq hat zumindest mal deutlich gemacht schon mal, dass es auch ordentlich nach unten gehen kann. Wir hatten ja schon, naja, im Vorfeld jetzt gestern am 13. hier den Rücksetzer, den wir noch in den Abendstunden alle miterlebt haben, bis in den Abend, also in den späten Abend. Dann die Nacht über war einigermaßen stabil und jetzt die Fortsetzung nach unten. Allerdings vorsichtig, noch nicht vor Begeisterung gleich auf der Short-Seite sich ganz lange verbeißen, denn wir hatten solche Szenarien ja schon häufiger, auch in der jüngeren Vergangenheit, dass der Markt einfach mal zwischendurch so eine ABC gemacht hat. Also durchaus steil nach unten, nochmal Schub nach unten, nochmal die Gegenbewegung nach unten und anschließend weiter nach oben. Und das gibt ja immer wieder Chancen für die Long-Seite. Na, ein bisschen gerade als das muss machbar sein. Also sowas in der Richtung gab wieder einen Einstieg für die Long-Seite. Auch das hier gab einen Einstieg für die Long-Seite. Auch das hier gab einen Einstieg für die Long-Seite. Und so kann auch das möglicherweise, wenn das auch ein sehr unausgeprägter Rücksetzer war, eventuell nochmal einen Einstieg für die Long-Seite geben. Solange der Kurs aber hier unterhalb ist und sich ja auch in Trendrichtung, und die war zum Schluss eben so abwärts gerichtet, solange der Markt sich in diese Richtung fortsetzt, bleibt es allerdings bei der Short-Seite. Und das wirft die Frage aus, wird das dann nur bei der 1:1-Projektion bleiben, also 10.200 in etwa beim Nasdaq, wäre typisch, dass zumindest mal ungefähr dieses Niveau erreicht wird, oder geht das dann tatsächlich in die nächste Runde, sprich, dass auch die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, jetzt mal endlich in die echte Korrektur geht, das heißt mal zumindest näherungsweise Richtung der 38er Marke, sprich ich sag mal 9.400, 9.500, so mal als erstes Angebot für die Bären hier, für die Korrekturseite sozusagen. Das wäre mehr als typisch, wir können und müssen zumindest mal damit rechnen, solange die Abwärtsseite die scharfe ist und solange die Gegenseite die schwache, man kann das immer wieder auch mal durch einen Trendkanal sich schön anzeigen lassen, also solange das so klar auseinander zu definieren ist, bleibt man idealerweise auf der scharfen Seite. Das kann manchmal Probleme geben, wir sehen, dass hier mal so zwischendurch mal so ein Peak war. Wir können also erkennen, dass der Markt nicht uneingeschränkt nur jetzt schon auf der bärischen Seite unterwegs ist. Trotz alledem sollten wir das auf dem Radar haben. Noch ist alles in Ordnung. Wir können das hier nochmal so ungefähr mal einschätzen. So ein Rücksetzer, jetzt so ein Rücksetzer. Nur wenn wir darüber deutlich hinausgehen, dann, wie gesagt, sollten wir uns die Frage mal stellen. Also Freizeitbären können wir auf jeden Fall, oder Teilzeit ist vielleicht noch besser formuliert, Bären können wir auf jeden Fall mal sein. Das ist zwischendurch mal gut. Jetzt allerdings die Messe schon fast gelesen, aber wer mehr oder weniger nach dieser Fasson, die wir immer wieder ja mal erwähnen, auch in unseren vielen Beiträgen, Schub in die eine und dann wackelig in die andere Richtung, das geht auch auf der ganz kleinen Ebene, Schub in die eine, ABC in die andere, der hat immer wieder Trigger hier für die Short-Seite, um sich dann eben zu positionieren und dann gegebenenfalls mit verschiedenen Stopp-Varianten, die weiter entfernt liegen oder die enger liegen, je nachdem, wie man es gerne hätte, dann eben davor gehen. Das ist nicht in allen Fällen vorteilhaft, das ist mir ganz wichtig, weil viele dann sagen, ja, ich probiere das aus, aber ich habe auch schon zweimal Negativ-Trades gehabt. Das gehört einfach auch mit dazu. Trotz alledem ist dieses Grundprinzip regelmäßig anwendbar und bringt schöne Chance-Risiko-Verhältnisse, sodass es gar nicht notwendig ist, dass jeder Trade davon positiv ausgehen muss. Selbst bei 50-50-Chancen, sagen wir mal, kann man da noch eine Menge Spaß mit haben. Also, wir sehen schon, es kann sein, dass jetzt eine neue Ära begonnen hatte. Dementsprechend bin ich ein großer Fan davon. Ein bisschen die Augen auf, wer längerfristig long ist, der sollte im Auge behalten, ob es nach der 10.200 bis dahin wäre noch relativ natürlich. Einfach nochmal im Sinne dieser einigermaßen symmetrischen Bewegung. Erster Teil vorne, Gegenbewegung nochmal. Und auch hier die Symmetrie, die würde uns entsprechend dann eben ungefähr auf die 10.200 hier etwa bringen. Bis dahin würde ich noch nicht nervös werden, wenn der Kurs bis dahin fällt. Allerdings, wenn der Kurs noch weiter darunter geht, dann muss man sich tatsächlich die Frage stellen, ist das noch das bullische Bild oder wäre es dann nicht sinnvoller, hier auch auf meiner Aufwärtsseite den Stop, den ich vielleicht für die längerfristigen Trades dann habe, ein bisschen mal ausleben zu lassen, sprich, dann geht man mal raus aus einer Position und gegebenenfalls später wieder rein.
Natürlich verpasst man dadurch manchmal einen Teil, das gehört halt leider mit dazu, aber man sichert sich ab, wenn es dann doch noch mal einen größeren Rücksetzer gibt. In diesem Sinne drücke ich jetzt erstmal die Daumen und wünsche für heute erstmal alles Gute. Spaß auf der bärischen Seite und mal gucken, vielleicht geht ja die bullische doch irgendwann noch mal wieder. Bis dahin erstmal meine besten Wünsche.